glaube fast, ich kann jetzt die Infanterie heranbringen. Ja. Die russische Infanterie ist... Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde in Combat Mission Black Sea. Ja, ich lasse schon mal den Blick hier über das Schlachtfeld streifen und sieht gar nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, wir fangen auf der rechten Seite an. Wir haben hier den feindlichen Ansturm der russischen Infanterie abgewehrt. Ich denke, wir sollten uns jetzt erstmal hier noch ein bisschen bedeckt halten, bis ich Bestätigung habe, dass die russische Artillerie nicht mehr feuert. Frage ist, ob ich meine Striker schon wieder ranhole, wobei die können von hier aus auch ganz gut auf die Infanterie wirken, die über den Bahndamm hier rüber geht. Von daher habe ich da eigentlich... Nee, muss nicht unbedingt sein. Was haben wir hier? Ich habe noch irgendeinen Striker, der Area Fire hat, glaube ich, so wie das aussieht, oder? Ja, der da. Den kann man natürlich aufhören lassen. Clear Target. Unser Aufklärungsfahrzeug. Das bringe ich jetzt auch tatsächlich auch sofort wieder in Sicherheit. Und unsere Aufklärer ziehe ich jetzt zurück. Kann ich direkt auch schon den Befehl zum Aufsitzen erteilen. Bis die hier vorne sind, ist das Fahrzeug auch längst schon an seinem Zielort angelangt. So, Third Squad ist jetzt auch wieder vereinigt. Sehr gut. Bringen wir die mal hier in Stellung. Und hier die Subquartier absitzen lassen, die Maschinengewehre. Und dann bewegen wir das Hauptquartier vor allem auch gleich mit hier vor. Maschinengewehre ebenso. Schauen wir uns mal von oben an. Ich denke mal, dass ich mit meinem ersten Squad weiter nach links ziehen muss. Und von dort aus lassen wir es ein bisschen langsamer gehen. Das Squad splitten wir auch auf. Wir machen ein Anti-Tank-Team. Ja. So, gespannt bin ich, ob hinten die Tunguska endlich durch die Excalibur-Munition ein Ende hat. Dann hätten wir schon mal zwei weniger. Dann, eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Ich blende mal die Objectives ein. Wir haben noch die Aufträge, hier das Feld aufzuklären. Dann die Tierfarm, eine Hühnerfarm, glaube ich, ist das in der Realität. Und hier hinten das Waldgebiet auszukundschaften. Ich habe mich vorhin schon gefragt, was ich denn mit meinem Sniper-Team hier machen soll. First Team Sniper, Sniper Section HQ. Ich denke, nachdem wir unsere Aufklärer ja jetzt bald schon nicht mehr hier auf der Karte haben oder hoffentlich auch bald hier wegführen können, bringe ich mal die Sniper hier mit ran. Dass die dann die Aufklärungsarbeiten zur Hühnerfarm mit drüber übernehmen. Bewegen wir die schon mal mit nach vorne. Dann gefällt mir die Position hier von unserem Fire Support Vehicle nicht. Die haben bisher noch nicht eine einzige Feuermission in Auftrag gegeben. Vielleicht stehen sie da einfach schlecht. Genau, und hier drüben Scout Exit, da müssen unsere Aufklärer die Karte wieder verlassen. Spotting. Ist denn jetzt hier hinten die Mission schon erledigt? Go to Spotter. Ist die Fire-Mission da drüben? Wisst ihr was? Die beende ich jetzt. Das ist mir zu nah dran an meinen eigenen Jungs. Der Feuerauftrag kann erhalten bleiben. Der Feuerauftrag kann erhalten bleiben. Da brauchen wir jetzt keinen Zugriff auf die anderen beiden Missionen.
Wie oft drücke ich jetzt danach auf denselben drauf? Unfassbar. Der Feuerauftrag ist eh bald beendet. Okay. Das denke ich, können wir soweit lassen. Ja, wisst ihr was? Wir erteilen jetzt tatsächlich noch einen Feuerauftrag. Einmal Mörser. Point Target. Hier auf die. Ja. Die 4 Minuten haben wir noch. Und dann hier auf der linken Flanke nichts übereilen, aber der Gegner scheint zu großen Teilen hier geworfen. Sobald ich noch ein bisschen weiter aufgeklärt habe, werde ich jetzt dann auch schon das erste Team hier rüberziehen, dass wir den Wald hier drüben irgendwie unter unsere Kontrolle bekommen. Das müsste es auch schon gewesen sein. Das Fahrzeug ist immer noch nicht mobil. Machen wir das so. Russische Artillerie höre ich jetzt gar keine mehr, oder sehe ich gar keine mehr. Unsere Artillerie räumt in dem Wald ganz gut auf. Da hinten raucht was. Ich glaube, unsere Excalibur-Munition hat eingeschlagen. Schauen wir doch gleich mal hin. Na? Habe ich mich getäuscht? Nein. Top Turret Penetration. Wahnsinn. Genau ins Ziel gelenkt. Nicht schlecht. Noch kann ich die Apaches aber nicht starten lassen, denn mindestens eine Tunguska ist noch irgendwo. Hier ist der Granatwerfer. Den werden wir auch bald ausgeschaltet haben. Ja. Ich denke, das war es dann hier mit dem Widerstand auf der Seite. Da fällt Artillerie, und zwar schwere Artillerie. Die Frage, auf was die zielen. Zielen die auf das Waldstück hier nördlich der Gleise oder südlich der Gleise? Auf alle Fälle. Wird hier, das war eine Spotting Round. Hier wird Artillerie kommen. Schauen wir, ob ich die zweite Spotting Round noch irgendwo sehen kann. Also insgesamt beim Durchzählen bin ich auf alle Fälle auf mindestens 3 Tunguskas gekommen. So, hier höre ich wieder Artillerie. Sehe ich sie schon irgendwo? Ich spule nochmal 5 Sekunden zurück. Nur gehört. Hier haben wir eine Luftabwehr. Igler. Surface-to-Air-Missile. Wer kann die sehen? Dieses Team hier. Die sind richtig, richtig gut. Ich muss die austauschen. Da muss mein Hauptquartier hin. Wo sitzen die denn? Direkt hier im Wald.
Gehe mal davon aus, dass die auf die Wetterstation hoch wollen. Da, wo ich ja dann natürlich auch hin will. Schauen wir uns mal das von oben an hier. Nee, alles zurück soweit. Beenden wir mal die Runde. Also hier drüben kommt irgendwo russische Artillerie. Da die eventuell jetzt kommt, kann ich eigentlich nur den Einheiten empfehlen, sich hier abzuducken, abzulegen und das auszusitzen. Jetzt wegbewegen wäre selbstmörderisch. Das Fahrzeug hier bringen wir mal lieber raus. Die Crew hier bewegen wir ebenfalls weg. Na ja, komm, so verhält sie sich nicht. Die würden bestimmt zuerst in das Waldstück gehen. Dann darüber. Dann. Die Crew hier hat immer gute Übersicht. Nicht ganz so gut wie die hier. Aber ich sollte mein Hauptquartier rüberbringen. Wenn das Hauptquartier dann hier ist, dann halt. Da bewegen wir die auch wieder weg dort. Einmal slow. Gut. Der hier muss irgendwie weg. Wäre das ein Javelin-Ziel? Welches Team hat Javelins an Bord? Die hier. Ja, übereile ich jetzt nicht. Die haben einmal A-Kontakt hier zu dem Luftabwehr. Zum Luftabwehrtrupp. Und B, weiß ich gerade nicht, was die russische Artillerie hier drüben genau anstellt und macht. Dementsprechend lassen wir so ein Stück hier stehen. Ist ja bloß jeweils eine Minute. Darf ich, vergesse ich manchmal ein bisschen. Hier warten wir mal, bis die Einheiten sich ein bisschen konsolidiert haben. Maschinengewehre bringen wir nach vorne zu den Squads. Gut. Ist da was? Ich werde mal mein Scharfschützenteam mal die Lage sondieren lassen, wie es jetzt hinter dem Bahndamm aussieht. Ob schon die Zeit gekommen ist, dass ich jetzt hier aktiv werde. Ich sollte jetzt aber auch, die Artillerie wirkt hier nicht mehr. Third Squad Bravo Team, Third Squad Alpha Team. Bringen wir die mal zusammen.
Hauptquartier. Bewegen wir den ein bisschen. Ist sogar die Frage, ob ich nicht vielleicht sogar die Striker langsam hier ranbringe. Was kann denn der hier sehen? Nicht viel. Einmal schauen, vielleicht kann ich einen Blick über den Bandamm werfen, ob mittlerweile vielleicht doch keine Tunguskas da sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich drei Stück davon gesehen habe. So, hier lassen wir das zweite Team aufsitzen. Dann kriege ich endlich meine Scouts hier weg. Die muss ich natürlich auch noch irgendwo unterbringen. Wie viele haben denn auf dem Striker hier eigentlich Platz? Auf der Aufklärungsvariante nur 6 Mann Platz. Das heißt, die sind natürlich dann voll. Ja, die muss ich zu Fuß verlegen. Ist da was? Da hole ich jetzt das Fahrzeug ran. Das soll jetzt hier mehr oder weniger wie ein Battlefield-Taxi, Schlachtfeld-Taxi aufnehmen. Ich bewege das Fahrzeug tatsächlich jetzt aber auch. Ein kleiner Umweg hier, denn hier habe ich bisher noch gar keine Aufklärung getrieben. Nicht, dass mir da noch irgendjemand drinsteckt mit RPGs oder sowas. Gehen wir lieber den langen Weg außen rum. Die Fahrzeuge sind ja schnell. Ja. So machen wir das. Ich bringe die Fahrzeuge hier mal ein kleines bisschen in Sicherheit. Wen haben wir denn hier eigentlich stehen? Headquarters Company. Manpads Platoon Headquarters. Sollte ausreichen. Dann bleiben wir mal hier auf der Seite und schauen uns an, was die russische Artillerie hier zu vermögen mag. Da kommt sie. Eventuell war der Striker hier das Ziel. Schweres Kaliber auf alle Fälle, 155 mm. Grob. Ansonsten kann ja nicht viel passieren. Die sind alle in Deckung. Muss jetzt hier Druck machen in dem Bereich. Was haben wir denn hier? Ein Casualty. Der Flanke, die haben immer noch Unterdrückungsfeuer, bis sie dann hoffentlich mit der GPS-Munition ins Ziel kommen. Dann kann ich meine Striker wieder ins Spiel bringen. Generell jetzt ein bisschen ruhiger geworden hier das Gefecht. Gut, rechte Flanke. Schauen wir uns mal unser Sniper-Team an.
mission. Shells inbound. Vielleicht bekämpfen die da vorne dann den Truppentransporter noch. Eine AT-4 dabei haben sie ja, oder? Ja, blöde Frage, ich hab's ja gesehen. Ist ja kaum zu übersehen, das Ding. Wie viele Fahrzeuge die jetzt schon verloren haben? Noch keine Sicht. Ich habe aber irgendwas hier vorhin gehört. Wer kann denn die hier sehen? Infanterie. Ach, die Sniper sehen die sogar. Ach, der hat geschossen. Dieses metallische Klicken war quasi der Schalldämpfer. Ich spule nochmal zurück. Nee, das war der. Der ist jetzt das letzte. Ein Schalldämpfer. Weiß es gerade gar nicht. Dann schauen wir uns aus der Nähe mal an, was hier passiert. Ja, die kommen hier kaum rüber. Liegt perfekt. Fire for Effect, das wird die Mission sein, die auf das hier in den Bereich von dem Eagler-Team geht. Komm, das war's, dann machen wir noch eine Runde. Die russische Artillerie, tja, hat die sich auf mein Fahrzeug konzentriert? Oder nicht? Ich glaube es fast mittlerweile. Ich lasse jetzt hier mal das Alpha-Team vom dritten Squad übersetzen. Die können auch wieder in Bewegung. Okay. Denn wir möchten hier rein, und zwar dringend. Wisst ihr was? Es ist Blödsinn, dass ich das Hauptquartier dahin ziehe, nur wegen diesem einen Fahrzeug. Ich brauche Sicht hier über eine deutlich größere Breite von dem Gefechtsfeld. Ich bringe das Hauptquartier hier rüber. Ja. In unter einer Minute kommt der Excalibur-Schuss. Ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Die Mission müsste jetzt auch laufen, deswegen kann ich ja Firing minus weniger als eine Minute. Das bedeutet, Fire for Effect ist freigegeben, kann mich jetzt also hier wegbewegen. Ich brauche keine Sicht mehr auf dieses Ziel. Aber er hat das Ziel hier im Auge, gell? Nee, ich bewege mich jetzt da trotzdem weg. Nee, ich bewege mich nicht weg. Wir fahren hier. Mit der Präzisionsmunition. Des Weiteren sollte ich hier auch meine Striker wieder in Position bringen. Einmal
Kaliber 50 und einmal. Mark 19. Die sind alle in Bewegung. Auf wen schießt der? Auf Infanterie hier auch, ja. Also mit meinen Scouts hab ich es jetzt aber gerade nicht so, gell? Die sind natürlich schmarrn, was die hier machen. Die sollen natürlich hier im Wald bleiben. So, und hier ist die Frage, was mache ich mit den Strikern? Infanterieunterstützung im Wald ist natürlich jetzt erstmal nicht gegeben. Lass mal die Infanterie erstmal die Positionen einnehmen. Und dann denke ich, können wir uns ein Stück weiter nach vorne wagen. Das Rifle-Team mal hier abdecken. Das ist unser Taxi. Der Humvee ist unterwegs. Was mir noch ein bisschen Sorgen macht, hier müssten auch noch mindestens ein Anti-Tank-Guided-Missile-Team stecken. Deswegen traue ich mich jetzt noch nicht so raus, denn ich möchte. Bin ich mal gespannt auf meine Sniper. Die Sniper müssten jetzt eigentlich hier mal aufklären im hinteren Bereich. Wahrscheinlich erst, wenn sie mit dem Gegner hier fertig sind. Ich schaue mir jetzt mal an, was wir hier für Teams haben. AT4 haben wir mit dabei. Na komm, viel mehr brauchen wir für die Runde nicht machen. Einer ist ausgeschaltet. Zweiter auch. Ja, die sind noch unterdrückt. Da noch einiges an Infanterie hier übrig. So, jetzt dürften wir ein bisschen besseres Bild über die Situation hier erhalten. Wir haben also noch Infanterie, die jetzt hier wieder Richtung Bahn drückt. Noch keine weiteren Tunguskas in Sicht. Heißt auch noch nichts. Sie konnten noch nicht lange schauen. Ich glaube fast, ich kann jetzt die Infanterie hier ranbringen. Ja. Die russische Infanterie ist auf dem Rückzug. Ich denke, ich werde jetzt mit der Infanterie nachsetzen. Schauen wir uns das mal von oben an. Boah, da haben sie aber Glück gehabt. Was haben denn die da geschossen? RPG. Kann gut sein, dass hier durch Splitter von der RPG der Soldat verwundet worden ist, der sowjetische, der russische. Mittlerweile habe ich es aber fast drauf, gell? Sowjetisch sage ich kaum noch. Hit Reactive Armor. Was ist da passiert? Also Reaktivpanzerung. Wenn da was aufschlägt, dann explodiert die quasi
in die andere Munition mit rein. Nur die Frage, was es war. Halt, Moment, wahrscheinlich war es ein RPG-Team. Hier sitzt noch russische. Ne, ist Headquarters. Trotzdem ist es natürlich Infanterie. Haben wir Schäden davon getragen? Den Reifen ein bisschen. Zeile gehabt. Schauen wir, dass wir da gut drüber kommen. Sieht gut aus. Nicht da stehen bleiben, nicht da stehen bleiben. Keep on moving. Okay, also die Artillerie der Russen liegt nicht gut. Mal Glück gehabt. Schauen wir uns jetzt nochmal an hier. Sind diese zwei Panzerabwehrtrupps. Unser Messer vorhin auch wieder. So, der hat dann noch einen Feuerauftrag hier. Schauen wir uns mal an, die müsste eigentlich jetzt dann auch hier einschlagen. Ob den Sergeant Cronin jetzt hier ins Ziel bringen kann. Munitionsart ist auch mit Annäherungszünder, das heißt, die explodiert in der Luft und regnet Schrapell runter. Da kommt sie. Dann schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Das war's. Also die Excalibur-Munition für die Mörser. Tödlich, tödlich. Der Klaus habe ich derzeit keine Mission am Laufen. So, wenn wir uns hier die Bewegung noch anschauen. Eigenes Artilleriefeuer auf die Stellung hat jetzt auch so gut wie aufgehört. Müssen wir auch gleich mal überprüfen noch. Einzige Feuermission liegt jetzt hier noch drüben bei dem Sam-Team. Unser dritter Zug macht gute Fortschritte hier. Wir werden wahrscheinlich jetzt auch bald in Kontakt mit dem Feind hier kommen.
Ja, auf der rechten Seite muss ich mir jetzt überlegen, was ich mache. Entweder massiv Druck aufbauen. Jetzt haben wir natürlich diesen Treffer hier gehabt. Wenn ich nur wüsste, was genau hier passiert ist. Jetzt habe ich das Geschoss zum ersten Mal gesehen. Ich erwische es schon. Es kam von hier. Wahrscheinlich Infanterie. Schwer zu sehen. Das werden die Hundlinge sein wahrscheinlich. Kümmern wir uns drum. Und zwar in der nächsten Ausgabe. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative, natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut. Ciao, pfiat euch, Servus.